Ja, Leute, wir sprechen heute über das 1 gegen 1 und über die vier wichtigsten Dinge im 1 gegen 1 und auch über die drei größten No-Gos. Es geht sofort los. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in der Fängerspäne. Es ist schon wieder Sonntag, es ist 18 Uhr, das heißt, es ist Fängerzeit. Wir sprechen mal wieder über ein Torwartthema und heute über das 1 gegen 1. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, eines der wichtigsten und zentralsten Themen im Torwartspiel und auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Und weil es da wieder sehr, sehr stark auf Abstände und Verhaltensregeln ankommt, werden wir das Ganze mal wieder hier am Whiteboard machen. Wir werden aber auch zwischendurch auf den Platz gehen. Auf dem Platz sprechen wir dann über die Grundstellung im 1 gegen 1, weil die so ein bisschen anders ist als die normale Grundstellung. Ja, und dann ziehen wir uns das ganze Thema mal vollumfänglich rein. Und ja, ich freue mich drauf. Wir legen sofort los. Ich zoome gleich voll rein hier aufs Whiteboard und dann geht's ab. Bis gleich. Ja, wir haben jetzt hier wieder einen schönen 16er, einen 5er hier hinten. Das Tor hier steht der Torwart und lauert und hier oben steht der böse Stürmer und lauert ebenso. So, wenn man sich mit der Thematik 1 gegen 1 auseinandersetzt, dann sollte man diese vier Fragen einmal für sich beantworten und auch verstehen. Das sind sehr wichtige Frage und für mich die wichtigsten vier Punkte beim 1 gegen 1, nämlich wann komme ich raus, wie schnell komme ich raus, wie weit komme ich raus und was mache ich dann. So, wir fangen mal mit dem Wann an. Dafür gibt es kein Patentrezept. Ich sage aber immer zu meinen Jungs, sobald der Stürmer hier einmal mit Ball am Fuß reingedribbelt kommt, auf den Torwart zugedribbelt kommt, dann sollte ich und den 16er betritt, dann sollte ich mich als Torwart auf den Weg machen, um eben das Tor zu verkleinern. Wichtig dabei ist, dass ich das nur mache, wenn der Stürmer wirklich alleine ist. Sollte ein Mitspieler von mir bei ihm sein und die beiden sich irgendwie im Zweikampf befinden, dann sollte ich mir das als Torwart aus einer sicheren Entfernung heraus anschauen, weil ich nicht weiß, was hier passiert. Also wenn sich hier irgendwie ein Schuss löst, hätte ich fast gesagt, der vielleicht noch abgefälscht ist, dann bin ich als Torwart relativ schnell überspielt. Und deswegen sollte ich mir das aus einer vernünftigen Distanz eben anschauen, was sich hieraus eben entwickelt. Davon gehen wir jetzt aber erstmal nicht aus. Wir gehen davon aus, dass der Mitspieler schon überspielt ist und der Stürmer hier auf mich zugedribbelt kommt. Und dann stellt sich ja erstmal folgende Frage. Wo kann der Stürmer im Prinzip erstmal hinschießen? Das ist ja hier eigentlich wieder dieser Schusswinkel, den wir auch schon aus dem letzten Video kennen. Der zeigt ja genau an, wo der Stürmer im Prinzip hinschießen kann. Also einmal komplett in die Ecke ziehen, einmal komplett in die Ecke ziehen oder überall dazwischen. So, jetzt muss ich natürlich als Torwart raus, um das virtuelle Tor möglichst schnell kleiner zu machen. Und dann stellt sich die Frage, wie schnell? Ja, und da gibt es zwei Geschwindigkeiten. Die ersten Meter, die ich als Torwart rauskomme, die sollten sehr, sehr schnell rausgekommen werden, also explosiv. Hat zum einen natürlich den Grund, dass ich das virtuelle Tor relativ schnell klein machen muss und zum anderen eben auch, um den Stürmer so ein bisschen unter Druck zu setzen, weil der sieht das natürlich, dass ich hier rausgetobt komme, so ein bisschen aus den Augenwinkeln heraus. Und wenn er ja, sich davon beeinflussen lässt, was denn gut für den Torwart wäre, dann schließt der hier vielleicht etwas zu früh und etwas zu überhastet eben ab. Das wäre dann eben gut für die Situation, gut für den Torwart. Also die ersten Meter sehr schnell, dann nehme ich die Geschwindigkeit raus, die Schritte werden kürzer, ich werde immer langsamer und bleibe dann irgendwann stehen. Ja? Und dann sind wir schon bei der nächsten Frage, wie weit sollte ich rauskommen? Das ist im Prinzip hier der Idealabstand, den ich haben sollte zwischen mir als Torwart und dem Schützen oder dem Stürmer. Und das sind im Prinzip oder sollten nicht mehr als 3 bis 4 Meter sein. Ja? Das hatten wir ja schon beim letzten Video. Das ist der magische Abstand, wie er auch manchmal genannt wird, oder idealer Abstand, weil aus dieser Entfernung ist dieses virtuelle Tor so klein, dass ich alle Schüsse, die er hier abfeuert, halten kann, ohne dass ich mich groß nach links und rechts schmeißen muss. Also nur durch Ausbreiten meiner Arme und eben ja, durch das Heraus- oder zur Seite setzen der Beine und Füße. Ja? Also ich brauche mich nicht groß nach links und rechts schmeißen. Das war es zum Abstand, also da muss ich relativ schnell zusehen, dass ich eben auf diesen Abstand komme. Und was mache ich dann? Und das ist eben auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Dann warte ich erstmal. Ich warte hier in Grundstellung und gucke, was der Stürmer macht. Und das Thema Grundstellung ist ein sehr wichtiges Thema. Dafür gehen wir jetzt mal einmal kurz auf den Platz. Ich zeige euch, wie die Grundstellung im 1 gegen 1 aussieht, weil die etwas anders ist als die normale Grundstellung. Und dann sehen wir und hören wir uns gleich wieder. Ja, gerade mal so ein paar Worte zur Grundstellung beim 1 gegen 1. Sie ist ein bisschen anders und zwar ist sie in zwei Punkten etwas anders.
Bei der normalen Grundstellung steht man ja ungefähr schulterbreit mit den Füßen. Die Arme sind vor dem Körper. Das verändert sich jetzt so ein bisschen. Also der erste Punkt ist, dass die Arme neben den Körper wandern. Die Handflächen zeigen nicht mehr zueinander, sondern eben Richtung Ball. Und die Arme sollten leicht angewinkelt sein. Das ermöglicht mir als Torwart eben schnelle Bewegungen mit dem Unterarm auszuführen, um zum Beispiel kopfnahe Bälle eben schnell wegnehmen zu können. Wäre er durchgedrückt, würde ich so ein bisschen wie so ein Scheibenwischer arbeiten und wäre dann viel zu langsam. Der zweite Punkt, das betrifft die Beine. Man sollte im 1 gegen 1 etwas enger stehen als normalerweise, hat folgenden Hintergrund. Im Falle einer Fußabwehr ist es für ein Torwart immer einfacher, den Fuß oder das Bein von innen nach außen zu stellen, als eben von außen nach innen zu stellen. Und deswegen sollte man etwas enger stehen, um den Beinstoß bzw. das Tunneln zu verhindern. Das ist der Hintergrund. Ich sollte also so stehen, wenn der Stürmer 3 bis 4 Meter vor mir steht, dann ist das hier die richtige Position. Je näher er kommt, also wenn er nachher auf 1-2 Meter rankommt, desto kleiner und kompakter sollte ich werden, weil am Ende bleibt mir als Torwart nur noch eine Möglichkeit, im Prinzip den Block zu setzen. Und dann habe ich im Prinzip alles gemacht, was ich machen kann. Und dann kann ich nur noch hoffen, dass mich der Schütze im Prinzip anschießt. Ja? Das war's zur Grundstellung beim 1 gegen 1. Es geht jetzt weiter am Whiteboard. Bis gleich. Jo, jetzt wo wir wissen, wie wir vernünftig stehen und wo wir vor allen Dingen auch stehen, also jetzt hier auf diesem idealen Abstand von 3 bis 4 Metern, habe ich ja eben auch schon gesagt, dann müssen wir abwarten. Dann übergeben wir im Prinzip, ja, ich sage mal, das Zepter der Entscheidung an den Stürmer und wir reagieren nur noch. Der Stürmer hat im Prinzip ja 3 Möglichkeiten. Er kann hier direkt schießen, dann versuche ich natürlich den Ball zu halten, weil ich ja das Tor relativ klein habe, sollte das kein großes Problem sein. Dann kann er natürlich versuchen, mich weiträumig zu umkurven. Ich muss dann natürlich über Sidestep sehr, sehr schnell mitgehen und dann versuchen natürlich einen Ballangriff auszuführen, wenn er zum Beispiel sich den Ball zu weit vorlegen sollte oder eben einfach davor zu kommen und im letzten, als letzte Möglichkeit eben den Block zu stellen. Ja, wäre dann im Prinzip letzte Möglichkeit so, dass er mich dann eben anschießen kann. Das wäre die zweite Variante. Die dritte Variante wäre natürlich, dass er mich versucht schnell eng zu umkurven, auch dann raus, schnell raus über schnelle Sidesteps und dann eben auch versuchen, einen Ballangriff auszuführen oder eben mich einfach davor zu stellen und mich eben anschießen zu lassen. Das ist eben sehr, sehr wichtig. Ja, das war's zu den Dingen, die wichtig sind. Jetzt sprechen wir noch über 3 Dinge, die auch wichtig sind, die man auf gar keinen Fall machen sollte, die man aber immer wieder sieht im 1 gegen 1. Und der erste Punkt ist im Prinzip somit der wichtigste, weil all diese Regeln, die wir jetzt hier durchgesprochen haben, sind natürlich enorm wichtig, dass ich die einhalte. Aber das Allerwichtigste ist hier, dass ich als Torwart rechtzeitig stehe. Ja? Und wenn das heißt, dass ich hier stehe oder da stehe, dann ist das völlig egal. Ich muss stehen, sobald der Schütze schießt. Weil jeder von euch, der Torwart ist oder war, weiß, wie blöde das aussieht und wie blöde das ist, wenn ein Torwart aus der Vorwärtsbewegung heraus irgendeine Aktion starten soll. Das geht überhaupt nicht. Ich sage zu meinen Jungs immer, ihr seid dann tot. Ihr habt keine Chance, den Ball groß zu halten. Ihr müsst also stehen, wenn er hier schießt. Ja, und wenn das eben hier ist, dann ist es eben da. Dann ist es eben auch völlig, völlig in Ordnung. Eben, man muss eben stehen, um vernünftig eben auf den Ball reagieren zu können. Das ist sehr, sehr wichtig. Der zweite Punkt ist eben, und das sieht man eben auch sehr häufig, dass ich eben als Torwart, wenn ich rauskomme, bleiben viele Torhüter nicht hier stehen und warten ab, sondern ziehen durch und attackieren direkt den Stürmer. Ja, das ist natürlich das Beste, was dem Stürmer passieren kann, weil ich ja im Vollsprint, hätte ich fast gesagt, bin oder viele sind im höchsten Tempo hier ankomme. Er ist relativ langsam oder langsamer unterwegs. Wahrscheinlich, er braucht einfach nur mit der Sohle und mit der Innenseite den Ball einmal rüberlegen und ich fliege hier ins Nix und sehe natürlich auch selten dämlich aus. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, den ich beachten sollte, ist der Ballangriff, den ich eben angesprochen habe. Wenn der mich hier versucht zu umkurven, ich draufgehe und den Ballangriff versuche auszuführen, der Ballangriff als Torwart sollte immer mit den Händen ausgeführt werden. Ich sollte nicht dem Stürmer quasi mit den Füßen voraus entgegenspringen. Das ist immer schlecht, weil ich dann eine sehr schlechte Kontrolle über das habe, was ich mache. Also wenn ich rausgehe und mich davor auf den Ball gehe, dann immer mit den Händen zuerst. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, Leute, das war's zum Thema 1 gegen 1. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten würden wir uns super, super über ein Like oder ein Abo freuen. Oder über beides, weil wir natürlich hier in der Fängerspiele die Aufgabe haben, die haben wir uns natürlich selber gestellt, das Torwarttraining in den unteren Amateurligen so ein bisschen populärer zu machen, so ein bisschen zu verbessern. Und mit jedem Like und mit jedem Abo helft ihr uns dabei. Ansonsten noch vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao.